Jetzt wird's weihnachtlich. Am 18. Dezember postet Amira Pocher süße Urlaubsvideos von sich und ihren Kindern auf Instagram. Die kleine Familie scheint sich so richtig auf das Fest der Liebe einstimmen zu wollen und genießt kurz vor den Feiertagen einen kleinen Skiausflug. Aber kann man bei so viel Sport auch entspannen? Mit den Kindern geht es erst einmal gemütlich in der Gondel den Berg hinauf. Dann heißt es für Amira, abliefern. Die Zweifachmama saust die Pisten hinunter. Das Ganze natürlich in einem angemessenen Tempo, wobei sich die Gruppe über die genaue Geschwindigkeit nicht einig zu sein scheint. Wie schnell fahren wir, Chris? Zwischen 60 und 70 haben wir schon draufgekommen. Ja, unter 3, mindestens 80. Na. Gut, dass Amira die ganze Zeit von einem Skilehrer begleitet wird. Ob der auch ihrem Sohn das Skifahren beigebracht hat? Der Kleine scheint jedenfalls ein Naturtalent zu sein, meint Amira. Nach den sportlichen Aktivitäten lässt es sich die Gruppe aber auch gut gehen. So gibt es neben Kaiserschmarrn und leckeren Germknödeln auch Eierlikör für die Erwachsenen. Bei so viel Spaß und guter Gesellschaft lässt sich der Trennungsstress mit Oliver Pocher in den vergangenen Wochen kurzzeitig vergessen. Zumindest wünscht sich Amira das.